Herzlich willkommen zurück, Thomas. Heute wollen wir über Data Warehousing reden und damit wir damit anfangen können, fangen wir doch mal mit etwas ganz Grundlegendem an. Was ist denn so der unterschiedliche Anwendungsfall von Datenbanken und was sind jeweils die Herausforderungen in diesen Use Cases? Ja, also typischerweise haben wir ja in einem Unternehmen, wie beispielsweise auch einem Krankenhaus, natürlich eine ganze Reihe von Systemen, die wir ja auch in der vorherigen Vorlesung ja auch schon kennengelernt hatten, in denen eben die tatsächliche alltägliche Erhebung und Bearbeitung von Daten stattfindet, wie eben die PDV, das LIS, das RIS oder auch das klinische Arbeitsplatzsystem. Und die typische Anforderung, die ich in so einem System natürlich habe, ist eher granular auf einzelnen Datensätzen zu arbeiten. Also das heißt, die Hauptherausforderung ist eben, den einzelnen Datensatz eines Patienten oder auch einer einzelnen Diagnose eben schnell auffinden zu können, diesen Datensatz anzuzeigen und vielleicht auch eine kleine Änderung daran halt manuell vorzunehmen, eben durch Data Entry oder auch Neueingabe und dann diesen einen Datensatz wieder wegzuspeichern. Das sind also kleine Transaktionen, die dort durchgeführt werden. Und das ist genau das, was man dann eben auch als OLTP-Systeme bezeichnet, also Online Transactional Processing-Systeme. Und solche Systeme unterstützen grundsätzlich natürlich auch das Auswerten dieser Daten. Das heißt, auch auf den Datenbanken, die so einem OLTP-System zugrunde liegen, kann ich natürlich auch Auswertungen fahren. Es ist nur so, dass tatsächlich die Performance, die ich eben bekomme, wenn ich diese Datenbanken, die ja doch eher transaktional ausgerichtet sind, dass die eben deutlich unter dem liegt, was ich eigentlich erreichen könnte, wenn ich die Datenbank eben eher für analytische Zwecke eben aufbereite. Wir wollen ja jetzt eigentlich Daten analysieren. Was für ein Mechanismus kommt dort zum Tragen? Gegenseite, die ich eben habe, wenn ich jetzt Daten primär für analytische Zwecke aufbereite, ist eben das OLAP, also das Online Analytical Processing. Und da spielen jetzt eigentlich zwei Sachen rein. Das eine ist, dass wir im OLAP eben die Datenstrukturen unserer Datenbank eben grundsätzlich so anpassen, dass sie eben weniger für dieses atomare, granulare Verändern und Aufrufen einzelner Datensätze eben optimiert sind, sondern dass sie eben eher für das Massenverarbeiten von Daten, also das Selektieren großer Datenmengen nach entweder vorgegebenen, auch über die Zeit vielleicht akut ad hoc auftretenden Selektionskriterien eben optimiert sind. Und dass ich mit diesen Daten eben auch primär dann auch aggregiere und eben tatsächlich auch Auswertungen damit mache. Das ist dieser eine Aspekt eben, das heißt, dass die Datenbank von ihrer Struktur her eben darauf optimiert ist, diese Art Abfragen zu unterstützen. Und der andere Aspekt ist aber auch die Frage, wie ich die Daten tatsächlich auch darstelle und in diesen Daten auch navigiere. Und auch da ist es so, dass wir bei OLAP eine andere Herangehensweise haben. Vielleicht so das, was man am ehesten in Excel aus dieser Kreuztabellenansicht, aus dieser Pivot-Tabellenansicht eben kennt, dass ich typischerweise eben Daten auf bestimmten Achsen gegeneinander auftrage. Eben, das sind dann die Dimensionen, die ich halt für die Auswertung verwende. Und dass ich entlang dieser Dimensionen dann in die Daten hineingehen kann. Also das heißt, bestimmte Aggregationen machen kann und entlang dieser dimensionalen Achsen beispielsweise in die Tiefe gehen kann oder auch wiederum verdichten kann, um die Daten eben in einer geringeren Auflösung zu betrachten oder auch zwischen verschiedenen Berichten und Auswertungen eben auch hin und her zu springen. Das werden wir im weiteren Verlauf dann ja auch nochmal beispielhaft sehen, wie so eine dimensionale Navigation in den Daten eben dann auch aussieht. Was ist eigentlich ein Data Warehouse? Wofür benutzt man das und wofür ist es gut? Genau, also Data Warehouse ist genau der Begriff, den wir an der Stelle jetzt verwenden, um eben diese analytische Nutzung von Daten zu beschreiben. Ganz wichtig ist, dass so ein Data Warehouse natürlich primär mal eine Kopie der transaktionalen oder operativ genutzten Daten eben darstellt, die für diese analytischen Zwecke eben separat aufbewahrt und aufbereitet werden. Und es gibt eine Definition dafür, die ist schon relativ alt, von Inmon in 1996, die eben besagt, a Data Warehouse is a subject-oriented, integrated, time-varying, non-volatile collection of data in support of the management's decision-making process. Und wenn wir das jetzt der Reihe nach mal durchgehen, sehen wir eben auch schon so bestimmte Kernanforderungen, die ein Data Warehouse erfüllen muss. Also dieses subject-oriented steht eben dafür, dass ein Data Warehouse eben schon themenbezogen ist. Also
Also das heißt, es muss jetzt nicht alle Daten umfassen, die in einer Klinik oder einem Wirtschaftsunternehmen tatsächlich erfasst werden, sondern man lädt eben die Daten dort rein, die eben tatsächlich auch im Interessensbereich liegen, wo eben eine Überwachung oder auch Steuerung des Unternehmens an der Stelle eben auch nötig ist. Dann ein ganz, ganz wesentlicher Begriff ist das Integrated. Das heißt, ein Data Warehouse führt in jedem Falle eben Daten aus mehreren verschiedenen Quellen zusammen. Ansonsten würde es aus meiner Sicht eben auch die Anforderungen an so ein Data Warehouse eigentlich eben nicht erfüllen. Dann wäre es vielleicht noch ein Data Mart. Und das bringt gerade eben auch den Vorteil, dass so ein Data Warehouse eben Auswertungen erlaubt, die übergreifend sind. Also beispielsweise eben Diagnosen, die ich in der PDV dokumentiert habe, eben gemeinsam mit den Schnittnahtzeiten und Prozeduren, die ich in der OP-Dokumentation erfasst habe, eben auszuwerten. Was mit den Einzelsystemen häufig in der Weise eben nicht möglich ist oder nur mit sehr erhöhtem Aufwand. Dann das Time Varying steht dafür, dass so ein Data Warehouse halt auch über die Zeit fortgeführt wird, dass es eben historische Daten beinhaltet, aber auch Daten, die über die Zeit eben hinzugefügt werden, die möglicherweise aber auch hinzukommen, wenn jetzt beispielsweise neue Systeme dazukommen. Und in dem Sinne dieses Portfolio an Daten im Data Warehouse halt vergrößern. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der vielleicht auch unterschiedlich umgesetzt sein kann. Das ist dieser Non-Volatile-Aspekt, eben dass die Daten im Data Warehouse auch dauerhaft aufbewahrt werden. Das kann verschiedene Aspekte haben. Beispielsweise ist es denkbar, wenn ein Produktivsystem irgendwann mal stillgelegt wird, dass dann eben Daten, sofern sie jetzt nicht in das Nachfolgesystem migriert werden, tatsächlich auch im Data Warehouse dauerhaft als langjährige Lagerstätte eben dann auch aufbewahrt werden können, um sie dort eben weiter nutzen zu können. Es kann aber auch bedeuten, dass wenn in dem Produktivbetrieb eben Daten nachträglich verändert werden, also beispielsweise hat man vielleicht eine bestimmte Schätzungen durchgeführt vorher über zu erwartende Einnahmen, die hat man nachträglich korrigiert und dann ist es in manchen Data Warehouses eben auch üblich, diesen ursprünglichen Stand historisiert und entsprechend zeitgestempelt aufzubewahren, um eben tatsächlich jederzeit diesen früheren Datenstand, auf dessen Basis ja vielleicht auch Entscheidungen getroffen worden sind, eben reproduzieren zu können. Haben wir als letzten Punkt eben noch die Anwenderorientierung. Also das heißt, dass das Data Warehouse sich natürlich ähnlich wie die Themenorientierung auch auf bestimmte Zielgruppen natürlich ausrichtet. Das ist in der Vergangenheit eben primär das Management gewesen, aber gerade im Bereich der klinischen Data Warehouses ist es schon so, dass wir Data Warehousing auch für klinische Anwender tatsächlich auch sehen, also genauso für die Pflege, für die Ärzteschaft und eben nicht nur das Management damit bedienen. Dann abschließend eben noch das Thema Decision-Making, Entscheidungsunterstützung, dass eben das Data Warehousing natürlich auch kein Selbstzweck ist oder um sich die schönen Grafiken anzuschauen, sondern dass eben ein ganz wesentlicher Punkt tatsächlich ist, eben mit den Auswertungen oder auch mit den Modellrechnungen, die ein Data Warehouse bietet, eben dann auch konkrete Entscheidungsunterstützung zu bieten. Ursprünglich eben für das Management, jetzt aber vielleicht auch in anderen Prozessen im Qualitätsmanagement, wobei natürlich bei Entscheidungsunterstützung im medizinischen Bereich natürlich das Medizinproduktegesetz und die entsprechenden Entwicklungs-, Qualitäts- und Dokumentationsanforderungen in so etwas reinspielen. Man sich ja hinterfragen muss, in welcher Konstruktion eben ein Data Warehouse tatsächlich dann auch Bestandteil von medizinischen Entscheidungen auch sein. Das war eine sehr gute Einführung in die Theorie. Jetzt versuchen wir wieder mehr zurück in die Klinik zu gehen. Vielleicht können wir jetzt mal so einen Aufbau eines Data Warehouses durchspielen. Ja, genau. Also was wir hier jetzt sehen, sind alte Bekannte, und zwar die verschiedenen Systeme auf der linken Seite, die wir ja schon im vorherigen Vorlesungsteil ja schon kennengelernt haben, die in einem Krankenhausbereich eben typischerweise eingesetzt werden. Hier als Auszug eben die PDV, die Patientendatenverwaltung, das CAS, das klinische Arbeitsplatzsystem und das LIS als Laborinformationssystem. Die können wir hier auf der linken Seite eben als Quellsysteme sehen, die produktiv eben als typische OLTP-Systeme eben eingesetzt werden. Auch mit diesen normalisierten Datenbankschemata, wie der Max es eben ja auch vorgestellt hat. In allererster
erster Schritt, den wir typischerweise eben machen müssen, um die Daten rauszubekommen aus diesen Quellsystemen, ist eben der Extraktionsschritt oder auch Extraction. Dort werden die Daten dann typischerweise in eine gemeinsame Datenbank reingespielt, die klassisch im Data Warehousing als Staging-Datenbank bezeichnet wird, wobei es in neueren Ansätzen hier an der Stelle auch den Begriff des Data Lake geben kann. Also das heißt, dass wir Daten in dem Fall nicht nur in Datenbankformaten, sondern auch ganz anderen Formaten, vielleicht strukturierten Dateien oder auch Bilddaten oder andere Messwertdaten eben einfach in einem übergreifenden Storage ablegen, der eben diese verschiedenen Datentypen eben aufnehmen kann. Klassisch reden wir aber von so einer Staging-Datenbank. Und die bietet jetzt zwei wesentliche Vorteile für die weitere Verarbeitung. Und der eine Vorteil ist einfach die Entkopplung von den Quellsystemen, weil dadurch, dass ich diese Kopie der für das Berichtswesen relevanten Daten aus den produktiven Systemen in die Staging-Datenbank oder in den Data Lake reingeschoben habe, habe ich jetzt hier eine Entkopplung in dem Sinne, dass ich eben die ganze Weiterverarbeitung dieser Daten, das können ja zum Teil sehr umfangreiche und rechenlastige Abfragen sein, die ich damit mache, dass die eben keine Belastung mehr für die Produktivsysteme darstellen, weil die Produktivsysteme ja eine Antwortzeit auch bieten müssen, mit denen die klinischen und administrativen Anwender auch arbeiten können. Und es ist ja gut vorstellbar, dass wenn ich jetzt umfangreiche Abfragen für die Konsolidierung dieser Daten oder auch die Auswertung darauf mache, dass ich dann den Betrieb auf den Produktivsystemen natürlich stören könnte. Und ein weiterer Vorteil, den ich durch die Staging-Datenbank erreiche, ist, dass ich ja hier Daten aus ganz verschiedenen Quellsystemen, aber auch Quelldatenbanken, vielleicht auch noch ganz anderen Quellen, das können natürlich auch exportierte Dateien sein oder Terminologiedaten, die ich irgendwoher gezogen habe, dass ich das jetzt alles in eine gemeinsame Datenbank reinspiele. Und damit kann ich natürlich diese Daten auch übergreifend gemeinsam abfragen. Also das heißt eben PDV-Daten gemeinsam mit den CAS-Daten abfragen, um jetzt beispielsweise bei irgendeiner klinischen Dokumentation eben gegenprüfen zu können, ob es diese Patienten in der Patientenstammdatenverwaltung überhaupt gibt oder auch eben Datenelemente aus der einen oder anderen Quelle eben auch übergreifend zusammenzuführen. Und damit eröffnen wir jetzt eben den wesentlichen nächsten Schritt in unserer Transformations- oder Verarbeitungspipeline. Das ist eben die Transformation der Daten oder auch Transformation. Bei der Transformation geht es jetzt eben darum, diese Quelldaten, die ja eben eigentlich noch 1:1 aus den Quellsystemen übernommen worden sind, eben nur in eine übergreifende Datenbank reingespielt worden sind, in ein übergreifend vereinheitlichtes Datenmodell eben reinzubringen. Das ist natürlich auch mit einer Veränderung der Datenstrukturen verbunden, deswegen auch dieser Begriff der Transformation. Und was wir hier jetzt sehr schön sehen können, ist, dass aus allen drei Quellsystemen eben Daten jetzt aus der Staging-Datenbank aufbereitet und in die eigentliche Data-Warehouse-Datenbank, die wir hier auf der rechten Seite sehen, eben reingebracht werden. Das können wir an den Farben eben erkennen. Und was wir dort jetzt auch sehr schön wiedererkennen können aus dem Teil, den der Max eben vorgestellt hat, sind eben diese Fakten- und Dimensionstabellen. Um das nochmal zu wiederholen, es ist ja so, dass die Dimensionstabellen eher für Stammdaten stehen, also das heißt Daten, die ich einmalig eben einstelle, wie zum Beispiel jetzt einen Geschlechtskatalog oder einen Katalog von Diagnosen oder Prozeduren oder Altersgruppen und dann anschließend eben den eigentlichen transaktionalen Daten, also das heißt den Daten, die dann zu den einzelnen Patienten dokumentiert werden, eben zuordnen kann, um sie zu gliedern, um sie zu strukturieren oder auch um sie zu filtern. Und das kann man hier sehr schön wiedersehen eben oder wiedererkennen, wie in einem klassischen Star-Schema eben auch, dass ich dort eben zum Beispiel dimensionale Daten habe, die jetzt aus dem klinischen Arbeitsplatzsystem kommen, jetzt beispielsweise Diagnosen, und dass ich dann eben diesen Diagnosen-Stammdaten, eben dem Diagnosekatalog, dann eben die tatsächlich dokumentierten Diagnosen eben eines oder auch mehrerer Patienten aus den transaktional dokumentierten Diagnosen eben zuordnen kann. Und die sind aber ergänzt um weitere Daten aus anderen Quellsystemen, in dem Fall eben der PDV, wo ich jetzt eben zum Beispiel die Patientenstammdaten, die Demografie, Daten, Alter, Geschlecht, Wohnort und dergleichen eben rausholen kann, um dann eben tatsächlich zu so einer kombinierten Faktentabelle zu bekommen, die sich eben auf dimensionale Daten auch aus beiden Quellsystemen bezieht, eben beispielsweise dem Diagnosenkatalog oder auch eben einem Geschlechts- und Alterskatalog. Und genau das Gleiche sehen wir dann hier unten eben auch bei den Laborfakten, die vielleicht jetzt in gleicher Weise eben die Demografie, aber eben zusätzlich eben dann die Laborbefunde mit Bezügen beispielsweise zu einer Loinc-Hierarchie eben der verschiedenen Laboranalyte eben zeigen können.
Und wesentlicher Schritt, der an dieser Stelle auch erfolgt, ist, nachdem ich die Daten eben transformiert habe, also sprich die Dimensionen gebaut habe, die ja auch verschiedene Hierarchieebenen haben können, meine Faktentabellen gebaut habe, und dann müssen die halt noch reingeladen werden in die Data Warehouse Datenbank. Und das ist eben der Schritt des Ladens oder des Loadings. Und damit hätten wir jetzt dann eben auch unsere komplette Pipeline dann auch schon beschrieben, die eben typischerweise als ETL-Pipeline beschrieben wird. ETL steht in dem Fall eben für Extraktion, Transformation und Laden oder auch Loading an der Stelle. Was dann als letztes auf der rechten Seite noch kommt, das ist dann eben das Abfragen dieser Daten, denn wir haben hier das Data Warehouse zunächst mal einfach als eine Datenbank, in der das Ganze drin liegen kann, wobei es sich hier nicht nur um relationale Datenbanken handeln muss, sondern es gibt dort eben auch teilweise optimierte Konstrukte, in denen das In-Memory beispielsweise liegt oder in der eben dann bestimmte Voraggregationen vielleicht auch schon vorgenommen worden sind, um das eben wesentlich schneller und effektiver dann auch abfragen zu können in Form eben sogenannter Cubes oder Datenwürfel, in denen eben diese dimensionalen Ebenen entsprechend voraggregiert vorgehalten werden, um das schneller machen zu können. Und damit können wir dann eben ganz rechts das eigentliche Reporting durchführen, eben Abfragen auf den Daten machen, Grafiken erzeugen oder auch diese dimensionale Navigation auf den Daten eben durchführen.